einige Items, die eben Code sind. Aber das ist jetzt sowieso, wenn die Version, ich glaube, jetzt werden die Wikis demnächst bald stark geupgradet. Ah, Die sind halt noch ja, sehr klar. dürftig, ne? Und alles Spekulation und so. Und so Tests, die du halt so durchführen kannst, mit Analysen zum Beispiel von Frames und sowas, aber mehr nicht. Ja. Ja, der Lebensweg ist auch gut. Jupp, mehr gibt's hier ohne nicht, gell? Naja, ich meine gerade nicht. Okay. Der Leben, ich würde für den blauen Ring würde ich jetzt hier den Ausdauerring reinhauen. Hab ich doch. Oder, ach so, stimmt, du hast beide drin. Lebensring Chlorantia. Der Lebensring gibt mehr Leben als der blaue Ring. Ah, okay. Aber beide zusammen geben wir noch mehr. Ja, genau. Lügner. Okay. Hello there. Oh. I can't be careful out there. Was Ah, gibt mir kill den der nochmal? NPC nicht. Kill den NPC nicht. Ja. I'll leave this one. Du kannst Ach ihn so. killen, aber dann geht dir eine Questline sozusagen verloren. Der hat Ah. eine Questline, die mit einem anderen Charakter zusammenhängt, der eine richtig coole Rüstung hat. Leider sieht die nicht ganz so cool aus wie die Art. Ich such dir gerade mal das Bild, das musst du dir mal anschauen. Das sieht so geil aus. Da habe ich gedacht, okay, die Rüstung von dem habe ich jetzt, weil ich den gekillt habe. Warum habe ich die nicht ausprobiert? Die sieht doch so geil aus. Leider sieht die nicht ganz so cool aus, weil die silbriger aussieht und nicht ganz so dunkles Metall hat, wie auf dem Bild, das ich dir gleich schicke. Okay. Schau dir nur das Bild an und lies dir nicht die Seite durch, die ich dir geschickt habe, weil du sonst Spoiler hast. Also das ist auf Englisch. Die Wiki. Bin ich hier Ich weiß richtig? gar Ah, ja, ich glaube schon. nicht. Nee, du hast keine Probleme mit Englisch, ne? Ich habe ein Nö, paar. Ich nö. hab ein paar Zockerkollegen, die machen das so, wenn die mit Englisch zu haben, dann wird halt Google Übersetzer bemüht und das muss dann ausreichen, weil ja. Ui. Die Rüstung von dem ist einfach. Das Bild ist einfach der. Die Rüstung sieht nicht ganz so hell, so dunkel aus. Sie ist ein bisschen heller. Aber ansonsten ist das eigentlich so wie auf dem Bildschirm. Und ich muss noch gucken, ob ich die Axt auch habe mit dem. Das ist das Geile. Ich habe jedenfalls jetzt die Rüstung. Normal, vorher lief ich mit einer richtig fetten Rüstung rum mit meinem Nahkämpfer. Jetzt habe ich einfach auf die Rüstung gewechselt und roll jetzt einfach an Block nicht mehr so, sondern weil ich sowieso mir das Rollen und so angewöhnen Ui. wollte, eher weil das effektiver ist. Und die Rüstung sieht einfach so geil aus. Allgemein die Rüstung mit Umhängen sind cool. Aber die Rüstung Ja. sieht einfach so geil aus, finde ich. Ba, 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 ba. Dann. Okay. Das kann ich jetzt keine. Okay, mal das hier. Natürlich ist jetzt genau das nicht im Bild. Kurz. So, die Rüstung hier. Ja, die ist. Sieht schon ziemlich cool aus. Fensteraufnahme. Ja. Normalerweise kann man auch Ausschnitt auswählen, wieso auch immer das jetzt gerade nicht funktionieren wollte. Ja, man sieht genau alles bis auf das, was gesehen werden soll. Ja. So soll es aber passen. Und die Rüstung sieht halt, die hat wirklich bis auf, die ist nicht ganz so dunkles Metall, aber sonst sieht die exakt so aus. Ah, okay. Wobei der Umhang vielleicht ein bisschen, doch, man sieht, dass der Umhang blau ist. Ja, man sieht es auf dem Screenshot auch. Also der Umhang ist blau, aber der Wappenrock schwarz und so sieht das alles. Das sieht einfach. Ist doch cool, oder? Ja, die ist ziemlich cool, ja. Das sieht eigentlich wie so eine Kreuzritterrüstung oder so aus. Bah! Stimmt, da war was. Da war was. Habe ich schon wieder völlig verdrängt. Haben dich gerade die Feuerbombentypen überrascht? Oder ist das Tor hinter dir zugegangen? Nein, das nicht. Wirst gleich sehen. Ach stimmt, du bist schon durchs zugegangene Tor, genau. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was kommt. Ja, genau. Da Ja. ist übrigens eine versteckte Wand an der Treppe. Und da ist, falls du mal keinen Magier spielst, ist der Zauberstab. Du solltest jetzt erstmal nicht anvisieren und jetzt in Nahkampf wechseln. Und Ja. ausweichen und so. Und mit Zaubern, die Sind hier halt. nicht so effektiv. Du musst viel mehr, aber du musst defensiver spielen. Du musst auf die Gelegenheit warten, bis die geschlagen haben, ausweichen und wenn die dann sich erholen von ihrem Schlag, musst du zuschlagen. Dann machst du sowieso mehr Schaden, weil das als Konter Ja. gilt. Ja, stimmt. Das ist ja der Stat-Konterangriff. Dieser Modifikator, der beschreibt ja den Angriff, wenn der Gegner gerade im Angriff ist oder noch am Erholen vom Angriff ist. Wie viel Schaden du da machst. Rapier zum Beispiel hat 140% Schaden, macht das dann. Boah. Und dann gibt es ja noch den Leoring, den du vom Drachentöter kriegst.
Der erhöht ja nochmal für Stichwaffen diesen Konterangriff. Denkt dran, da sind jetzt immer noch mehr Gegner oben auf der Treppe. Ich weiß. Bam, Sniper die weg. Ein Tipp noch, was auch gut ist, was du machen kannst. Du kannst ja schon anfangen, den Zauber zu starten, ehe der Gegner, wenn der Gegner auf dich zugelaufen kommt, ehe du ihn anvisieren kannst. Und dann musst du halt anvisieren noch, wenn er dann in Reichweite ist, wenn der Zauber fast fertig ist. Dann zielt er, wenn der Gegner vor dir steht, dann zielt er noch auf dich und wird den noch zielst du noch auf den und wirst den auch noch treffen, wenn er nicht gerade hinter dir steht, sozusagen. Ne? Aber dann könntest du ihn ja sowieso gar nicht anvisieren. Sehr praktisch, wenn du um Ecken gehst oder so, oder wenn Gegner um Ecken kommen und du weißt, der kommt jetzt jeden Moment um die Ecke und fängst schon an zu casten und der kommt um die Ecke und zack, kriegt dann den Zauber in die Fresse. Komm, greif mich mal. Das sind dann richtig so, an. Das sind dann so die Tricks und Kniffe, die man dann sich nach mehreren Stunden mit Zaubern dann so nach und nach wirklich immer mehr aneignet und entdeckt. Auch hier, das mit dem nach unten schießen mit Zaubern, weil du ja am Abgrund stehst und Zauber schießt, weil du ja beim Zaubern nach vorne gehst. Und dann immer beim Zaubern, während der Zauber gekastet wird, rückwärts gehen. Ne? Dass das genau das ausgleicht, zum Beispiel sowas. Habe ich durch Zufall rausgefunden, halt, als ich den da gefarmt habe, aber auch erst ein paar Mal. Ja, klar. Ja, hätte ich das später rausgefunden, hätte ich das erst später rausgefunden. Aber wenn du es einmal weißt und dann musst du es dir nur noch angewöhnen, und das ist halt richtig, das finde ich das Coole eigentlich. Ja. Du gewöhnst dir so bestimmte Sachen an, die einfach. Die geheime Wand ist unten am Anfang der Treppe. Links, wenn du die Treppe runtergehst. Ah. Und da solltest du auf jeden Fall rein, denn da gibt's, meine ich, auch einen Zauber sogar. Ja, am Anfang der Treppe. Ah ja, da. Und dann das Item auf der anderen Seite kommst du ja sowieso nicht von hier. Ja. Auf diesem. Dann kriegst du noch einen zweiten Zauberstab. Falls du Dual-Wielding machen willst, den würde ich aber nicht upgraden, sondern als Reserve, falls du mal aus irgendeinem Grund da du den sowieso in der linken Hand hast, ist das nicht wichtig. Es zählt immer nur ein Zauberstab, oder? Von der Attribute her. Oder nein, es zählt der Zauberstab, den du gerade benutzt. Mit dir für den Zauber. Wenn du den in der linken Hand hast. Okay. Ne? Das heißt, es bringt gelbes Korb, okay. Es ist halt echt mal überlegt, einen zweiten Zauberstab zu verwenden, weil Magiewaffe und diese ganzen Waffenbuffs, die sind unabhängig von der Zauberstabstärke. Okay. Die geben immer einen festen Betrag Schaden dazu und einen prozentualen Betrag. Und der ist immer fest für den Zauber und nicht vom Zauberstab abhängig. Okay. Da hatte ich überlegt, halt den zweiten Zauberstab in die linke Hand zu packen, damit ich meine rechte Waffe buffen kann, weil ich in der rechten Hand auch den Zauberstab und so immer hatte. Aber da ich mir jetzt sowieso angewöhnt habe, die in die linke Hand zu packen, ist das ja sowieso alles kein Problem mehr. Wo kommt der her? Achso, der ist schon da oben. Stimmt, da. Sprich mit dem NPC. Mit dem Lügner. Ja, der gibt dir jetzt den weißen Stein. Das ist der Phage, okay. Weißer Symbol Speckstein, super. Der ersetzt auch der kleine weiße Speckstein, oder? Komplett. Nein, ersetzt den nicht. Du weißt, der Unterschied ist, okay. Der mit dem kleinen kriegst halt ein kleines Zeichen und dann bleibst du nur sehr begrenzte Zeit und also allgemein, wenn du jetzt bevor, das ist anders als in Teil 1, bliebst du, bis du entweder zurückgeschickt wurdest, selbst zurückgegangen bist, oder gestorben bist, oder der Host gestorben ist, oder der Boss getötet war des Gebiets, dann wurdest du zurückgesandt. Okay. Und du konntest nur beschworen werden, wenn der Boss noch lebte. Also der Boss bei dem, der dich beschworen hat. Nur dann konntest du Leute beschwören, wenn du deinen Boss noch am Leben war. So. Jetzt ist es so, du hast den großen und den kleinen Speckstein. Der große ist fast, also erstmal, es hat alles, also alle Online-Sachen haben ein Zeitlimit. Auch Invasionen haben jetzt ein Zeitlimit. Ich glaube 10 Minuten oder 15 Minuten und dann ist die Version vorbei. Auch wenn du den Host nicht getötet hast oder dass der Invasor nicht tot ist. So. Und auch ein Phantom hat jetzt ein Zeitlimit. Und als Phantom, das ist allerdings sehr großzügig und reicht eigentlich. Und das Zeitlimit wird immer, wenn ein Gegner getötet wird, verringert sich das Zeitlimit. Das gilt sowohl fürs Phantom als auch für den Schatten. Nur das Zeitlimit allgemein für den Schatten ist viel, viel kürzer als fürs Phantom. Und ich meine, das wird auch stärker von Gegnern reduziert. Okay. Also ein Gegner reduziert der mehr Zeit als von einem Phantom, glaube ich. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Auf jeden Fall, aber allgemein, Phantom ist viel länger und ein Phantom eigentlich fast immer reicht es, wenn du vom Leuchtfeuer, das am nächsten zu einem Boss ist, wenn du da beschworen wirst als Phantom,
Dann reicht es, um von diesem Leuchtfeuer zum Boss zu kommen und den Boss noch mitzumachen, vollständig. Ah, als Schatten okay. ist je nachdem, sind schon ein bisschen, teilweise schon nach drei Gegnern, bei zum Beispiel so großen Gegnern wie den Rittern oder bei ganz vielen kleinen Gegnern sind es ein paar mehr Gegner. Aber bei allen größeren Gegnern zwei, drei, vier und dann wirst du zurückgeschickt schon und bist schon fertig. So. Ne? Ja. Und wenn der Boss tot ist, wenn ich mich da nicht irre, wenn der Boss tot ist des Gebiets, kannst du keine Phantome mehr beschwören, wie in Teil 1, aber du kannst noch Schatten beschwören, die dir halt nur für kurze Zeit helfen. Nein. Ah, shit. Die hättest du von oben erst töten können. Ich hab nicht gesehen. Ah. Das sind halt die Feuerbombenschmeißer. Ja, ich hab die zwei ja besiegt, aber dass da ein Dritter war, ich hatte irgendwas im Kopf, aber ich hab's nicht mehr gesehen. Shit. Achso, jetzt kann ich Zaubereinstimmung ändern. Was wollte ich gerade noch sagen? Sorry, ich war gerade abgelenkt. Du hast in die falsche Richtung gelenkt, gerollt. Ja. Und dann hingst du fest. Ja, das ist blöd, wenn man in die falsche Richtung rollt und dann festhängt. das ist meistens dein Todesurteil. Ja, musst du das Item gleich nochmal holen, ne? Ja. Das ist cool mit der Abkürzung da. Richtig. Jedenfalls, in alle Fälle. Ich bin mal kurz weg. Ganz kurz, Moment. Okay. So, perfekt. Hui, der hat mich fast noch gekriegt. Okay, machen wir das jetzt. Ihr seid immer noch da, wer kommt sowieso nicht. Phage ist weg. Ich komme sicherlich noch irgendwelche Gegner. Hilfe. Dark Souls macht einen paranoid. So, erstmal euch hier besiege. Oder? Ja, ist glaube ich eine gute Idee. Einmal Zwetschge. Nein. Nicht ganz zweimal Zwetschge. Sieh. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen hier Ziele üben. Mit dem Zauber auf jeden Fall. Und ihr auch noch. Bam. So, bam. Und wir waren ja, glaube ich, da mit dem Phantom halt, das Phantom bleibt halt deutlich länger, ne? Ja. So. gut. Dann, Schatten kannst du halt dann immer noch beschwören werden, auch wenn der Boss noch schon tot ist. Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe bis jetzt, nachdem ich den Boss in dem Gebiet getötet habe, nur noch die Zeichen von Schatten, nicht von Phantomen gesehen. Okay. Und diesmal habe ich es geschafft. Da kann ich nicht abspringen. Der Sprung ist auch doof. Das war auf jeden Fall falsch. Naja. Schafft man den Sprung überhaupt? Den Sprung dahin? Zu dem Item da hoch. Aber ich glaube, ich habe ihn auch schon geschafft. Wo du gerade eben gestorben bist? Ja. Ja. Okay, dann stelle ich mich gerade nur doof an. Hier unten ist nichts, wie ich wieder hochkommen kann. Nö, ich muss außen rumlaufen. Ach so, stimmt. Ich kann einfach mich auf den Waage da fallen lassen. No problem. Ich glaube, ich werde nächste Woche oder so mal noch South Park, The Stick of Truth, streamen. Das Spiel habe ich auch noch nicht durch. Ich schaff das nicht. Verdammt. Au. Yay. Ich bin invaded worden. Oh. Huch. Gut, man hat aber von den anderen Seelepfeile auch nur 15 Stück. Dafür mache ich dann ein bisschen mehr Damage. Naja. Hauptsache mehr.
Von welchem Punkt muss ich hier abspringen, damit es klappt? So, passt. Super. Ah, da kriegt man eine Fackel. Ich werde gleich sterben. Oh, schon zu stark für dich. Keine Ahnung. Aber mit sehr hoher Hier Wahrscheinlichkeit. ist nix. Ich mesh jetzt. Wie ist denn das eigentlich, wenn eine Nachricht direkt vor einer scheinbaren Wand ist? Dann kann man ja nicht A drücken, um Doch, es zu doch. öffnen. Du musst an der richtigen Stelle stehen, dann öffnet das trotzdem. Ah, Es okay. überreitet deine Priorität, ist aber nur schwieriger dann zu treffen, weil du Ja. dann die genaue Stelle erwischen musst. Ja gut, es ist aber trotzdem, du weißt, es ist ja die einzige Möglichkeit, um scheinbare Wände überhaupt richtig zu finden. Dass dir Leute halt einen Hinweis geben. Okay, was machen wir jetzt hier? Ich glaube, ich könnte den von da oben besiegen. Müsste eigentlich gehen, deswegen gibt es wahrscheinlich diese. Ja. Mr. Invasion, Vader, where are you? Oh Gott, ist das leicht dann. Da ist der ja überhaupt kein Problem. Diese Schildkröte oder was immer das ist. Mit dem Morgenstern. Ja, Morgenstern macht richtig gut Schaden. Ja. Ich Der habe jetzt kann. allerdings mit meinem Char hier doch trotz allem zum Rapier Ah. gewechselt. Also zum S-Stock, zum Panzerstecher, heißt er glaube ich auf Deutsch. Wo ist er jedenfalls auf der S-Stock im Teil 1 auf Deutsch. Ja, wenn der Invader mal kommen würde, dann wäre ja alles schön und gut, aber. Lässt er sich hier Zeit? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das Problem ist, ich werde so schnell sterben, weil ich erstens nicht volles Leben habe, also nicht max Leben habe. Und zweitens gerade, ich habe auch keinen Bock, jetzt die Rüstung zu wechseln. Ich habe jetzt die mit die. Ich habe. Du kannst ja mal gucken, wie viel Rüstung du hast. Unter Equipment und dann einmal Y drücken. Ich habe 265 ungefähr in physischer Resistenz. 265, 251, 251. Ja. Ja. Dafür habe ich auch 191 Casting Speed. Okay. Ich habe halt die Mütze gibt halt gut Zeugs für Ja. für gibt halt mehr ein gibt erstens mehr einen Intelligenz und einen Wille und zweitens einen Cast mehr für jeden Zauber halt oder Schon halt wieder. ne, das war halt dieses Prozentuale, aber weil halt ne bei 94 Attunement hast du halt die 40 Slot, die 40 Use-Dinger haben dann 42 statt nur 41. Und. Huch, der kontert. The fuck? Okay. Ja. Manchmal ist man bei Dark Souls nicht ganz so fokussiert auf. Also, nee, andersrum. Ziemlich fokussiert auf Dark Souls. Ja, muss man auch. Ja. Wie Monster Hunter. Ja. Du kannst ja mal parieren üben. Das habe ich jetzt gelingt mir mittlerweile. Ganz zu Anfang des Spiels habe ich, habe ich gar nicht probiert. Erst wirklich, ich habe es mal kurz probiert, hat nicht geklappt. Und jetzt habe ich einmal kurz ein Video angeschaut, wie das denn jetzt wirklich verläuft, weil ich keine Ahnung habe, wie es denn jetzt läuft im Vergleich zu Teil 1. Ja. Und jetzt klappt's plötzlich. Jetzt habe ich bei den Kleinen probiert und jetzt mit meinem neuen Char, den ich vorhin ja angefangen hatte. Und Okay. mit dem habe ich dann auch direkt ein paar Mal, hat's direkt auch ein paar Mal geklappt. Ach, hi Sanjino, bist auch wieder da. Hi Sanjino. Ja, wir sind immer noch am Stream. Mal zur Abwechslung. Er ist auch ein paar Mal gestorben, weil er Gegner Joa. vergessen hat und so. Ja. Denk dran, wenn du 10 Tode hast, mit dem Typen zu reden. Ja, aber Dann kriegt er den Ring mit der Rüstung. ich hab noch nicht mal 10 Tode. Sanjino, warst du noch da, als er den großen Seelenfall sich besorgt hat? Nee, 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 nee. Der Er ist hat nämlich schon. jetzt einen. Einen weiteren Zauber. Huch, den da. Mein Steuerkreuz spinnt irgendwie gerade. Okay. Und ich habe vorhin gemerkt, dass meine Maus spinnt. Die macht. Oder, ja, gut, eigentlich habe ich das schon öfters gehabt. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Maus so langsam kaputt geht. Und zwar, dass es manchmal einen Linksklick als Doppelklick erkennt. Ich hatte mit meiner ganz alten Maus damals. Ach, da ist er. Ich muss auch Chamäleon.
Manchmal bei solchen Löcher in der Wände habe ich das Gefühl, ich müsste mich da fallen lassen, aber ich glaube, das ist hier keine gute Idee. What? Zur Hölle? Ach, ich war vergiftet. Ich hab vergessen, dass ich vergiftet war. Ach, der hatte doch Chamäleon. Ich wusste doch, dass er Chamäleon hat. Nur habe ich nicht drauf geachtet, was sich so bewegt und was da ursprünglich ist und so. Ich hatte überlegt, ob ich, dass ich Chamäleon habe, aber ich hatte es leider wieder rausgepackt. Das hatte ich vorhin ja zum Ausprobieren rein. Das wäre cool gewesen. Hinter Aber jetzt dem ist er Nebel ist da. auch noch kein Boss, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, ich gehe einfach mal durch. Was soll's, was soll's? Nee, ist noch kein Boss. Gut. Stimmt, jetzt kommt das mit der großen Abkürzung. Super. Waren hier noch Gegner? Ach, das Ding. Ich vergaß auch, dass hier mein Glaskanonencharakter ist. Hier muss ich sogar aufpassen mit den normalen Gegnern. Nein! Oh, ich krieg diese Scheiß, wie heißen die Dinger? Die kleinen Juweler, die laufen. Weißt du, was ich meine? Nein. Die Dinger, die verschwinden nach Ach, kurzer Zeit. ja, die Crystal Lizards. Ja, doch, 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 ja. Ja, die respawnen erst, wenn du am Leuchtfeuer rastest. Ich mach die immer im Fernkampf. Und als Magier ist das noch relativ einfach. In der Regel reicht ein großer Seelenpfeil oder so. Ah, Oder okay. später ein großer, schwerer Seelenpfeil. Einfach deinen stärksten Fernkampfzauber draufhauen und dann sind die erledigt in der Regel mit einem Treffer. Ja. Und als sonst benutze ich halt immer einen Bogen. Weil ich halt immer einen Bogen als Zweiwaffe habe. Ja. Ne? Und für den Fernkampf und dann halt immer um Gegner wegzusnipen. Jupp, ich spiel's Das habe ich auf schon dem in Dark Souls PC. 1 so gemacht. Wieso, Sanjino? Gibt's da irgendwas? Stream Snipe, Invaden, hey. Ja. Ich kenne da auch einen Streamer, Northern Lion, der hat macht als. Oder der hat bei Dark Souls 1 hat er, glaube ich, 90% seiner Northern Lion ist Streams. cool. Ja. 90% seiner Streams hat er invaded. Da habe ich auch ein paar Mal zugeschaut. Nein, hat er invaded oder wurde er invaded? Hat er invaded? So, ja. Also PvP, wenn du das kannst, ist es cool, wenn du keine Lags hast. Ah. So, dann gehe ich mal noch mal kurz ans Leuchtfeuer zurück. Was gibt's denn hier noch? Ja, kurz Zaubereinstimmung, Afghan. Kräuterinfo? Jo. Ansonsten brauche ich eigentlich auch nichts mehr. Dann könnte ich eigentlich jetzt bald schon zum Boss gehen. Rein theoretisch würde ich hier zumindest nichts anderes einfallen. Geh mal runter. Ab in den Abgrund. Vorbei an den flammenden Dingern. Salamander, was auch immer. Also ich an einer Stelle würde jetzt da gucken, dass ich weitermache und dann, dass du die Abkürzung aufmachst und den Giganten killst. Ja, da bin ich jetzt Einfach, gerade. damit du unendlich Specksteine kaufen kannst. Heilkristalle, die kleinen, die reichen aus für Zwischenkämpfen. Im Kampf benutzt du im Zweifel sowieso Estus, dann hast du später sowieso sehr viele Estus. 12 ist Maximum. Ne? Ja. Denk an den Gegner an der Tür. Jopp. Die Tür kann man jetzt noch nicht Ah, öffnen, falsch, gell? falsch, falsch. Geh noch nicht zum Boss, sondern mach dich erst menschlich, indem du dich einmal beschwören lässt für den einfach. Das ist das Einfachste, denke ich, und Schnellste. Und dann hier irgendwo liegt das Summon Sign von dem Patron, von dem NPC, und benutzt das mal. Und beschwör den für den Kampf, und dann gibt er dir wohl seine Rüstung. Also, ich wusste gar nicht, dass man den beschwören kann. Ich habe die Rüstung nicht bekommen, am Ende der Okay. Questlinie von ihm, aber normalerweise bekommt man die wohl. Aber ich habe die nicht bekommen. Das heißt, beschwör den und sorgt dafür, dass er den Kampf überlebt. Wenn er im Kampf stirbt, dann flieh oder stirb selbst. Also einfach kurz quit und reload, dann bist du vor dem Boss-Fog wieder. Wieso soll das noch nicht auf dem PC zum Kaufe geben? Das wurde letzte Freitag released, glaube ich. Doch, Ja. letzte Freitag war es, ja. Freitag. Ab 12 Uhr, ab 0 Uhr konntest du spielen. Ja. Also ich habe Was ab 1 Uhr er? gespielt. Bis 6 Uhr oder so. Wo war ich gerade? Ja, du machst jetzt den Giganten, also mit Paid, ne? Ja. Mein Mann, du wirst immer menschlich, wenn du beschworen wirst. Nein, nur, nein, ja, nein, falsch, falsch. Wenn du beschworen wirst, wirst du im Beschw als Phantom hast du immer die maximalen Leben und siehst immer menschlich Ja. aus. Ja. Und wenn du als Phantom oder als Schatten, halt als Schatten bist du halt auch wieder menschlich, ne? Wenn du dann Erfolg hast und halt weder du noch der Host stirbst, sondern am Ende da steht Pflicht erfüllt, dann kommst du als menschlich wieder auch in deine Welt zurück und hast wieder alle, bist so, als hättest du
am Leuchtfeuer gerastet, nur dass Gegner nicht respawned sind. Dann hast du wieder volle Estus, volle Zauber, volle Haltbarkeit von Waffen. Wenn du allerdings stirbst oder der Host stirbst, dann hast du die Estus und so und Zauber und so, die du auch als beschworenes Phantom verbraucht hast, hast du zusätzlich noch zu dem verbraucht, was du vorher verbraucht hattest, als bevor du beschworen wurdest. Okay. Und den Giganten solltest du nicht anvisieren. Ja, ich merk's grad. Aber der Gigant ist eigentlich, wenn du den einmal raus hast, ist er so einfach. Ja, als Zauberer vor allem. Genau, als Zauberer ist sowas von einfach, aber auch als Nahkämpfer. Wenn du irgendwas machst, darfst du ihn nicht anvisieren. Ja, okay, Aufgabe erfüllt. Ich würde ihn sogar fast schon im Nahkampf machen. Wenn er auf dich aggro, wenn er mit dem Rücken zu dir steht, kannst du ihn anvisieren und einfach Zauber davon. Ansonsten im Nahkampf drauf, weil er sich sonst eventuell treffen kann, weil du sonst nicht genau siehst, wie groß die Reichweite ist. Ah, okay. Aber der ist so einfach im Nahkampf, wenn du ihn einmal raus, deswegen kannst du so leicht ausweichen. Okay. Das ist ja Pipifax. Ja, Sanjino, Dark Souls 2 solltest du dir definitiv holen, wenn es dein PC packt. Ja. Und so hoch sind die Anforderungen nicht. Woran erkenne ich eigentlich Phages Rufsymbol? Das ist ein Rufsymbol, da steht halt Paid. Da steht nix. Das müsst du irgendwo davon. Ja, du musst einmal ans Symbol, immer ein Symbol klicken und wie der Name von dem ist, der dann beschworen wird, wenn du auf OK drückst natürlich. Ah, okay, da okay. Page okay. Steht, ne? Pate heißt der, okay. Ja, sanftmütiger Pate. Gut, dann beschwöre ich den mal. Ha. Das ist schon. Mann, oh Mann, der Multiplayer-Modus ist echt. Der macht das Spiel um einiges leichter. Also, sowas von. Ob es jetzt rein ums Seelefarmen geht oder sonst irgendwas. Naja. Genau. Das ist jetzt halt die Frage. Was? Übrigens, du kennst ja diesen Weg des Champions, ne? Der also alles so hyper schwer macht an diesem Stein. Ja, ne? Ja. Weißt du, was der macht? Was? Der verhindert, dass du Phantome beschwören kannst. Au. Oh. Okay. Und du kannst auch, glaube ich, die Nachrichten von anderen Spielern nicht mehr sehen. Der Fug. Huch. So, schöne Zwischensequenz. Naja. Kann man überspringen, glaube ich. Ja, zeig sie doch deinen Leuten. Wenn sie, also die Stream zu schauen, wenn sie den Stream noch nicht gesehen haben. Ich bin ja zu ungeduldig, ups. So treffe ich ihn aber nicht. Also sanftmütiger Pate ist da auch relativ gut. Lass halt. Ah, okay. Okay. Naja, komm, sanftmütiger Pate tankt da alles weg. Dann kriegt er gar keinen Schaden. Au. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt keinen Schaden krieg. Pate, pass auf. Au. Ich sollte vielleicht auch aufpassen. So leicht. So. Das. Bam. Die NPCs halten richtig viel aus. Ja. Also die sterben in der Regel nicht, wenn du nicht total den Kampf, wenn der Kampf nicht super, super, super lang dauert. Ja. Ja, da hast recht, Sanjino. Das hat mich, als ich das zum ersten Mal im LP gesehen habe, dass er sich den Arm einfach wegreißt. Das ist halt eine Gelegenheit, um wirklich, ich habe beim ersten Mal, als ich ihn gemacht habe, wusste ich nicht genau, was der macht. Ja. Ich hatte halt wirklich mich überhaupt nicht gespoilert vorher. Ich hatte das Einzige, was ich mal gemacht hatte, war einen Stream zu schauen, aber da hatte ich den Typ vorher gefragt, ja, machst du nur PvP in dieser Arena hier, wo du gerade bist? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich mir den Stream angeschaut, denn was es für Ausrüstung gibt, das ist für mich kein Spoiler. Das ist für mich nur noch Info. Spannender, weil man dann eben wissen will, wo gibt's denn diese Ausrüstung? Und dann weiß, das gibt's irgendwo. Ja, ich hab's noch nicht. Gut, dann durchsuchen wir mal. Ja, richtig. So, ne? Vor allem bei sowas wie Dark Souls 2, da gibt's manche Dinge sind einfach kein Spoiler, manche Dinge sind einfach Informationsbeschaffung. Und so konnte ich dann auch schon das Kampfsystem und sowas, die Änderungen, konnte ich so schon sehen und musste mich nicht so groß umgewöhnen. Ja. Das war halt für mich das Ausschlaggebende dabei gewesen. Ne?
Richtig, richtig. Also Soldatenschlüssel.